Schanzi Makala, erstmal herzlichen Glückwunsch zum Derby-Sieg, mein Lieber. Und dann auch noch zwei Tore. Ja, hätten noch, habe ich gerade schon gesagt zu dir, hätten noch mehr sein können. Du hast ja mehr Möglichkeiten heute gehabt. Wie gut fühlst du dich jetzt nach dem Spiel? Ja, ich fühle mich sehr, sehr gut. Wir sind Derby-Sieger, haben 3 Punkte geholt, 2 Spiele in Folge gewonnen. Was wünscht man sich mehr? Ich hatte erst das Gefühl, nach dem Lattentreffer in der ersten Halbzeit warst du so ein bisschen kurz, hast echt gehadert mit dem Fußballgott. Chapeau, mein Lieber, dass du dir dann den Ball vom Elfmeterpunkt nimmst und sagst, so, den mach ich jetzt, aber erst recht. Ja, ich sag mal so, in der ersten Halbzeit haben wir uns das ein bisschen schwer gemacht, auch ich mit meiner Leistung. Ich sag mal so, dass Erik den Ball dann, also dass Erik den dann rausgeholt hat, den Elfmeter, war dann so ein Knackpunkt für mich dann auch und für die Mannschaft dann auch, wo wir dann einfach zurückgefunden haben und ja, guten Spirit dann auf dem Feld gehabt haben und ja, dann lief es so einigermaßen. Das kann man echt so sagen, weil ich fand, in der zweiten Halbzeit habt ihr es dann auch richtig gut runtergespielt. Hört sich jetzt so despektierlich an, meine ich gar nicht. Ihr habt es gut gemacht, ihr habt es souverän gespielt, ihr habt das zweite und dritte Tor gemacht und dann den Vorsprung auch so verwaltet, ja, in Anführungsstrichen, aber euch immer wieder Möglichkeiten auch gespielt. Das hat man die Saison so noch nicht gesehen, fand ich. Ja, genau, so, das sehe ich auch so. Ja, dann haben wir noch ein zweites geschossen, dann noch ein drittes, hätten noch 4, 5 folgen können oder auch 6. Ja, die zweite Halbzeit war dann einfach deutlich besser und wir haben viele Kombinationen gehabt. Und waren dann auch zielstrebig. Und ja, das ist dann einfach ein gutes Gefühl, ne? Ja. Das trägt die Mannschaft dann auch, ne? Euch hat es dann auch in die Kurve getragen, habe ich schon gesagt. Gerade zu Jannis. Wie schön war das dann, diesen Derby-Sieg zum Abschluss jetzt dieses Jahres nochmal auch zu feiern mit den Fans? Ja, was soll ich sagen? Jetzt haben wir Winterpause, haben die 3 Punkte geholt. 2 Spiele in Folge gewonnen, wie gesagt. Und dann ist man einfach sehr, sehr froh und überglücklich, ne? Du hast gesagt, kurzer Urlaub steht an. Hast du was Schönes geplant oder ist Regeneration angesagt? Ja, ich habe was Schönes geplant, aber das bleibt dann bei mir. Das ist auch völlig in Ordnung. Dann genieße erstmal den Sieg, gute Heimfahrt und ja, Derby-Sieger, herzlichen Glückwunsch. Derby-Sieger, hey, hey.